Bioresonanztherapie arbeitet mit der Frequenz des Allergens, zum Beispiel Pollen oder andere Substanzen, die der Patient im zuvor ausgegebenen Glasröhrchen mitbringt. Die Frequenz der Substanz wird über eine Spezialmatte auf den Patienten übertragen. Mit dem Tensor wird getestet, ob der Patient in Resonanz mit dieser Frequenz geht. Geht der Patient in Resonanz, wird in der Therapie die Frequenz des Allergens gegengeschwungen. Die Leitwertmessung dient der Therapievorbereitung. Das Allergieprogramm wird ausgewählt und gestartet. Die Kugelelektroden übertragen die Frequenzen über die Handreflexzonen. In der therapiefreien Zeit wird die Information der Behandlung in Form von Globuli, wie in der Homöopathie, eingenommen.